Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Resident Evil Zero. So, falls jetzt... Also eigentlich hatte ich ja jetzt vor, dass nicht ich Resident Evil Zero sag, sondern ich eine Audiospur drüber lege, wo halt... Wenn man halt Resident Evil startet, immer dieses Resident Evil Zero. Die Datei muss ich aber erst finden, deswegen hoffe ich, dass ich schon drauf machen konnte. Ist ja nur ein bisschen bearbeiten. Aber so kann ich das Ganze ein bisschen besser machen. Die Tür ist verschlossen und lässt sich nicht öffnen. Auf der Tür steht Zugführerbüro. Verschlossen. Da ist ein Schlüssel. Den hebe ich mal auf. Die Leiche dieses Zugmitarbeiters wurde brutal zerrissen. Ach, hält etwas fest. Ja, man kann nicht sehen, dass das ein Schlüssel ist. Aber ich wusste es ja schon. Sorry, Leute. Aber ich denke mal, sowas ist ja kein Spoiler. Wenn ich sage, oh, da ist ja ein Schlüssel. Billy. Lieutenant Cohen. So, you seem to know me. Been fantasizing about me, have you? You're the prisoner that was being transferred for execution. You were with those soldiers outside. Oh, I see. You're with Stars. Well, no offense, honey, but your kind doesn't seem to want me around. So, I'm afraid our little chat time is over. Wait! You're under arrest! No thanks, Dollface. I've already worn handcuffs. I could shoot, you know. Edward! Are you all right? What happened? It's worse than... We can't. You must be careful, Rebecca. Full of zombies and monsters. Zombies and monsters. Ein Cerberus. Der speichert? Okay. Ach, du kleiner! Ah, nein, nein, nachladen. Ah, so, jetzt habe ich einen Schuss zu viel verballert. Nein, der Schuss wird mein Untergang. Boah, ich habe das Spiel schon mal auf dem Schwierigkeitsgrad gespielt und ich habe Endgegner mit der Pistole erledigen müssen. Das muss doch nicht mal reinziehen. So wenig Munition gibt es in diesem verdammten Spiel. Dass man wirklich... Edward, vor ein paar Stunden warst du noch so glücklich. Er hält etwas fest. Oh ja! Das ist gut. Guter alter Edward. Die Leiche ist von Bissspuren übersät. Sieht man auch selten. 3S. Okay, ja, Biss und Spuren. Okay, der Schlüssel passt der hier? Ne, der passt hier nicht. Weil da steht Zugführerbüro und so weiter. Und wir untersuchen mal das. Was steht da drauf? Speisewagen. Also ist das ein Speisewagenschlüssel. Interessant. Für einen Cerberus kriegt man übrigens keine Trophäe. Schade. Aber ich denke mal, für fast jeden Endgegner kriegt man eine Trophäe. Für jeden Abschnitt kriegt man eine Trophäe. Man kriegt ordentlich Trophäen. Aber Platin ist... Oh.
Ich versuche an die vorbeizugehen. Man muss nicht töten, wenn man nicht muss. Man sollte nicht töten, wenn man nicht muss. So. This is Rebecca. Over. Enrico! Hello! Can you read me? Please respond. Rebecca, I can hear you. Now listen up. We've obtained detailed information on the fugitive from a document found in the wrecked wagon. Billy Cohen killed as many as 23 people. Over. 23 people? We have also confirmed that he was institutionalized, so keep your guard up. Can you hear me, Rebecca? Over. Stay alert, Rebecca. He wouldn't think twice before killing you. Enrico! Captain! Hello? Hello! Naja, so nach eiskalt umbringen sah der jetzt nicht aus. Also, er hat uns ja immerhin, ja, am Leben gelassen. Er hat zwar die Waffe auf uns gerichtet, hat uns... schnell hier rein. Schnell hier rein. Sie haben den Speisewagenschlüssel. Diesen Schlüssel brauchen Sie nicht mehr wegwerfen. Ja, weg damit. Und reiner. Ach ja, das mit dem Outfit. Ich habe mir gedacht, wir sind ja noch allein unterwegs. Und ich denke mal, man kann die Klamotten noch immer wechseln, wenn man einen Kollegen findet. Und dann wechsle ich pro Part. It's gonna be dangerous from here on in. Why don't we cooperate? Cooperate with you? Listen, little girl, if you haven't noticed, there's some pretty freaked out things on this train. And I, for one, want to get out of here. I don't think we stand a chance doing it alone. You expect me to trust you, a wanted felon? I don't need your help. I can handle this on my own. And don't call me little girl. All right, Miss Do-It-Yourself. What should I call you? The name is Rebecca Chambers, but that's Officer Chambers to you. Well then, Rebecca, why don't you go and try while I wait here? Ihr habt so schon gemerkt, dass der mit diesem Rebecca sie provozieren wollt, aber richtig. Können wir da... Nein, sieht so aus wie eine automatische Tür. Sie lässt sich nicht öffnen, weil es keinen Strom gibt. Okay. Hinweise. Hinweis für Vorgesetzte. So. Vor dem Abschalten der automatischen Türen ist sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter den Speisewagen verlassen haben. Der Hauptschalter für automatische Türen ist auf dem Dach des 5. Waggons. Inspektionen finden statt, wenn der Zug geparkt ist. Nach Abschluss der Inspektion ist die Leiter an der Rückseite der 2. Etage des Speisewagens zu benutzen. Umbrella Corporation, Wartungsabteilung. Was? Umbrella Corporation? Dieser Zug gehört Umbrella? Ernsthaft? Well then, Rebecca, why don't you go and aber ich merke schon, der Untertitel ist nicht so schön synchron wie halt das Gesprochene, aber die Lippenbewegung zumindest passt. Also ist schon okay so, so wie es ist. Wer will das was versuchen? Dann versuchen wir es mal. Gibt es hier noch Munition? Auf dem Tisch steht eine nicht beendete Mahlzeit. Hm, lecker. Bestimmt so Madenauflauf jetzt. Oh. Können wir hier lang? Nein, sie ist von der anderen Seite verschlossen. Oh. Excuse me, sir. Sir. Ah!
den nicht bekämpfen. Okay. Who is that guy? What's going on? Who's controlling the train? Go and check out the first engine car. Listen, we gotta cooperate with each other from now on. You got that? Well, I don't... Clue in, girl. Or maybe you like being worm bait. All right. But you just remember, I will shoot you if you try anything funny. Fine. Now take these with you. If you find anything, give me a call, all right? Spielhandbuch, Figurenwechsel. Da das ein Handbuch über Figurenwechsel ist, bla bla bla, werde ich das natürlich nicht durchlesen, weil das ist keine Info oder sonst was. Oh, jetzt hätte ich es mir eigentlich doch durchlesen sollen. Ah, Dreieck. Boah, der Herzschlag, ey, boah, ist so episch. Okay. Ah. So, und auch er hat ein paar Anzüge, die wir nach und nach uns immer wechseln. Und zwar der Sträfling. Der Sakko. Also auch aus Resident Evil Zero beides, natürlich. Ah, und man kann mit Dreieck wechseln. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Sakko. Dann haben wir hier die Wolf Force aus Mercs. Und Cody aus Street Fighter 3 Alpha? Okay, das sind mit Abstand die komischsten Outfits. Und warum hat er eigentlich nur 4 Outfits? Ja, mit dem Original halt sind es 4. Und Rebecca? Da können wir nochmal gucken. Rebecca hat ja ganze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die hat sogar 9. Das passt noch nicht mal auf die 4. Das passt noch nicht mal zu den 4. Und die hat noch das T-Shirt, das man auch bekommt, wenn man, glaube ich, vorbestellt oder so. Ich weiß es nicht. Sieht aber auch cool aus. Muss ich sagen. So richtig fanmäßig. Aber die Kostüme wechseln wir erst im nächsten Part. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. So. Der gute Billy. Eigentlich spiele ich auch lieber mit Billy, weil er ist einfach stärker. So. Austauschen. Hier, zack. Munition, alles zu mir. Und am liebsten würde ich ihm noch nicht mal eine Waffe geben. Am liebsten würde ich keinem dann eine Waffe geben. Weil, wer Munition sparen will, ganz ehrlich, der sollte nicht seinem Partner eine Waffe geben. Eine Munition geben. Obwohl, man kann ihn auch inaktiv einstellen, aber so ist es ja nicht. Aber wenn, dann immer nur mit Pistole und
Wenn man jetzt gegen einen Endkampf, also in einem Endkampf zu zweit oder so, dann sollte man schon, aber ich habe bis jetzt ich glaube, da gibt's keinen Endkampf, den man zu zweit macht, außer den letzten. Und da ist man auch. Aber seht ihr ja hinterher selbst. Okay, ich spiele lieber mit Billy. So. Sie ist die Sanitäterin, sie kümmert sich um die Heilung. Er kümmert sich ums Kämpfen. Das Messer behalte ich, weil dafür gibt es eine Trophäe. Aber ich glaube, auf den Schwierigkeitsgrad schaffe ich nicht. Okay, er kriegt noch das Farbband, weil ich ja ihn spiele. So. Okay. Er ist stärker als er. Also er hält mehr aus. Ja gut, wir können da noch nicht lang. Okay, komm mit Becky. Da unten die Tür ist immer noch zu. Manchmal sind auch die Teamkollegen sowas von strutzdoof, dass ich wirklich lieber alleine rumlaufe. Gib ihr nur Munition, wenn ich denke, dass sie mir gut helfen kann bei den Gegnern. Ich glaube, manchmal wäre es wirklich ratsam, man gibt ihr Munition, aber man sollte sie nicht zum Nachladen bewegen. Obwohl. Ah! Obwohl, dann fängt sie auch an zu schießen, wenn man es nicht will. Komm, 15 Schuss kann man der mal geben. Ich habe trotzdem Angst, dass die es verballert. Auch bei diesen Gegnern. So, gehen wir hier lang. Hier können wir noch nicht lang. Okay. Ein antik aussehendes Telefon. Das Kabel wurde durchgeschnitten. Es ist nutzlos. Ja, stimmt. Durch das Fenster sehen Sie eine kaputte Leiter, aber nützt Ihnen nichts. Gut. Wow. Ah, scheiße. Fuck, sie wurde gebissen. Hier ist jetzt. Ah, ich muss noch mit der Steuerung klarkommen. Das waren jetzt drei Zombies, da war ich nicht drauf vorbereitet. What the fuck? Ernsthaft jetzt. Ernsthaft, Mädel. Ich hab dich gerade. Ach, komm. So, damit habe ich uns eine weitere Trophäe gerade vermaselt. Die Tür ist verschlossen auf deiner Suche. Kartenlesegerät. Die Tür öffnet sich sicher, wenn sie die richtige Karte. Aber ja, ja, stimmt. Okay, dann würde ich mal sagen, komm, töten wir die, weil die sind sonst im Weg. Oh, ich töte ungern. Ich habe Angst, bei dem Schwierigkeitsgrad Probleme zu bekommen. Aber die halten nicht viel aus.
Für den Schwierigkeitsgrad? Waren nur zwei? Wo ist der dritte? Ist ausgeflogen, okay. Gut. Aber jetzt eine verletzte Rebecca zu haben. Ich spiele übrigens jetzt diesen Durchgang nicht so auf Trophäen. Wenn ihr die Trophäen-Durchgänge habt, dann werde ich mal gucken, ob ich jetzt mal wirklich mal einen Stream mache dafür. Ja, genau. Dann müssen wir da oben lang. Es gibt nämlich keinen anderen Weg. Irgendwie. Erinnerungen sind schwach und so. Ah, ja, stimmt. Hier hinten. Auf diesem Stuhl saß und musste das voller Schleim. Genau, aus dem Stift steht. Hier gibt es sonst kein Item. Aber hier hätten wir hochgemüst. Ah, oh, wir hätten uns die Verletzung sparen können. Leider hochklettern, ja. Das waren doch vorhin noch drei Zombies, oder irre ich mich? Aber ich muss sagen, die Zeit. Leider um. Wir werden im nächsten Part mal gucken, was wir so machen können. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Zweneta.